Wir nehmen auf. Wer sagt's denn? Jo. Wie eben schon erwähnt, geht's jetzt nochmal Richtung Apotheke. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Checker, checker. Dann fahren wir erstmal ran und gucken wir. Ach naja, super. Geht ja eigentlich noch. Vorhin wärst du hier gar nicht rausgekommen. Ja. So, oh. Jo, was soll ich sagen? War ein kurzer Tag heute. Nachdem leider Gottes ja nach meinem Vater auch noch der Schwiegervater meiner Frau gestorben ist, ja, war nicht wirklich viel zu machen. Ja, da fährt man auch nicht groß in der Gegend rum oder naja, man hat auch keinen Grund zum Feiern, sagen wir es mal so. Also es war alles sehr bescheiden. Ja, war gestern noch unterwegs gewesen, mit ihrer Mutter noch für die nötigsten Dinge gesorgt, die halt anfallen, Bestattung und so weiter. Ja, geht manchmal schnell. Ich meine, der Mann war jetzt nur auch schon über 80. Ja, hat ein schweres Herzleiden. Noch 14% an, ups, warte mal, noch 14% an Herzleistung und das war einfach zu wenig. Ja, hat dann zu guter Letzt noch eine Lungenentzündung bekommen und dann war halt Feierabend, ne? Ja. Naja, Gott hab ihn selig. Soll er in Frieden ruhen. Mehr kann man dazu nicht sagen. So, jetzt sind wir erstmal hier in die Apotheke. So. Ja, auch nicht so oft, ne? Mit einer Harley vor der Apotheke parken. Als ob es da was umsonst gibt, ne? Gut. Können wir gleich mal reinflitzen. So, dann sind wir jetzt mal fertig. Und dann machen wir uns hier wieder vom Hof. Wenn man keine Schrecken, sonst kacken sie sich immer ein, wenn hier ein Motorrad angeht. So. Gudi. So, ich hoffe, die Aufnahme läuft. Mal gucken. Scheint so, ne? Gut. Fahren wir mal los. So, schön hier ums Eck. Am besten noch ins fremde Auto reinrammeln. Zu. Ja, wie soll ich sagen, das ist der letzte Tag heute, wo es warm ist. Also es ist warm jetzt. Ich meine, gut, wir haben jetzt so 24 Grad. Das ist okay. Aber ab morgen soll es Regen geben. Und dann wird das nicht mehr so lustig. Ja, dann haben wir vielleicht noch, wenn es hochkommt, ne, 18 Grad, es soll ordentlich Gewitter geben. Also ist alles in allem scheiße. Ja. Und dazu habe ich ja heute auch einen richtig geilen Artikel gelesen. Schenker und die Deutsche Bahn in Hamburg setzen jetzt auf Lastenfahrräder.
Und die sollen jetzt dann bestimmte, na, wie sagt man, LKWs ersetzen. Bin ich mal gespannt, wie das werden soll. Ganz ehrlich, da können sie jedem Grünen so ein Ding in die Hand drücken. Ne? Die haben hier in der Politik über der Winterzeit nichts zu tun. Und dann können sie schön im Winter mit ihrem scheiß Lastenesel die LKWs entlasten. Da bin ich doch auch für. Ne? Ganz ehrlich, die kriegen doch auch genug Kohle im Bundestag. Warum denn nicht? Können sie was tun dafür? Ja? Aber ich schweife zu viel vom Thema ab. Thema ist ja letztendlich gewesen, ich probiere jetzt mal mein neues Set aus, also die Audioaufnahme relativ spät, weil die Saison ist ja bald vorbei. Ich werde zwar trotzdem weiterfahren, aber das liegt ja auch immer an den Witterungsverhältnissen und an den Straßenverhältnissen hier in Hamburg generell. Also das ist ja das ist nicht so einfach in Hamburg, weil wir hier natürlich nur Räumungsdienst haben, habe ich zumindest das Gefühl, wenn die ersten Unfälle passiert sind. Vorher sind die viel zu faul, da machen die gar nichts. Ja. Aber drüben wird gedealt, das ist auch geil. Gibt was zum Kiffen in der Hut, ja, auch nicht schlecht. Ja. Ich muss mal dazu sagen, dass hier der Stadtteil Farms in Berne. Also jetzt fahre ich gerade Richtung Bramfeld, aber Farms Berne hatte ja schon früher so einen gewissen Ruf. Ja, das war so das kleine Pauli hier, das kleine Altona. Jetzt mittlerweile hast du eigentlich fast nur noch Rentner da gehabt. Und so jetzt seit 2 Jahren geht hier langsam auch der Bär ab. Ne? Haben sie dann eine Zehe hingesetzt. Erstaufnahmeeinrichtungen und so weiter. Alles bunt gemischt. Und dementsprechend ist die Stimmung auch bunt. Sehr, sehr bunt. Ja, so ist das. Oh, schick, 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 schick. Ja. Aber sieht man viele, die jetzt auf dem Weg nach Hause sind. Die hinter mir, die kotzen langsam ab, weil ich immer langsamer und schneller werde. Aber guckt euch das mal an. So, mal gucken, was mich jetzt erwartet. Das ist so eine kleine Querstraße und da habe ich immer das Problem, dass die... Ja, fahr ruhig noch näher vorbei. Münchner Pfosten. So, frag mich sowieso, was der hier sucht. Jo, der war niedlich, ne? War niedlich. Echt niedlich. Wenn ich überlege, wo mein Sohn so alt war, Mann. Die können schon echt niedlich sein. Aber auch echt anstrengend, ne? Ja. So, was ist das hier? Railway fahren oder was? Guckt euch das mal. Das ist seit ein paar Tagen hier in Hamburg normal. Ja. Unfassbar. Ey. Mal lieber gucken hier, die kommen hier aus jeder Ritze rausgekrochen, da weißt du nie. So, siehst du, und der nächste bitte. Ja. Schön, dass es keine befüllten Stellflächen gibt, die gibt es hier nämlich auch ständig. So. Ja, und da wünscht man sich manchmal sein gutes, altes Mecklenburg-Vorpommern zurück. Weißt du, hast du schön Straßen, hast Kühe, Landluft und dir geht keiner auf den Sack. Ja? Hamburg ist wirklich, seitdem die Grünen hier regieren und ich weiß nicht, das ist nur noch ein riesengroßes, beschissenes Chaos. Mehr ist das nicht. Mehr ist das nicht. So, alle weg. Jo. Und Attacke. So, und dann biegen wir hier mal ab. Komm, bis die hier angedackelt kommen, bin ich links weg. So. Yuppie, yuppie, yay. Dann wollen wir uns mal wieder Richtung Heimat machen.
So, einmal rüber, mal gucken, ob hier jemand über die Straße dackelt. Wir sind ja hier im nicht so unkoordinierten Gegend. Ernsthaft, ich habe wirklich das Gefühl, das hat 2 Wochen, als ob die alle drauf sind. Ernsthaft. Laufen alle total verpeilt durch die Gegend. Weißt du, gucken, als hätten sie sich, was weiß ich, so eine 10 Kilogramm Packung Rohypnol in den Arsch geschoben und unfassbar. Und wenn du sie dann noch darauf hinweist, weil sie nämlich Scheiße bauen mit ihrem komischen verplanten Dasein, dann wirst du auch noch so angeguckt wie so ein Huhn, weißt du? Das ist schon eine Ausnahme. Aber so sind sie. So sind sie. So, hier noch einer? Nein. Okay, den kann man. So, ja, und ansonsten, ja. Was kann man noch erzählen? Wochenende wird es eh pissen. Also da brauchen wir auch nichts irgendwie fahren, können wir da richtig, eh nicht groß, also lohnt sich nicht. Und ja, ich denke mal, ich werde die Sachen vorbereiten. Ich muss noch ein Hotelzimmer suchen. Für MacPom. Dass wir dann Rostock oder Wismar irgendwo drum, dass wir da runterkommen. Wegen der Beerdigung. Dann bin ich mal gespannt, wie das überhaupt läuft, weil das waren ja über 80 Leute kommen. Also es wird schon recht groß. Ja, mal gucken, meine Mutter hat genug Stress und genug zu tun. Ich weiß nicht, ob sie dann noch Unterstützung braucht. Also ich habe morgen frei bekommen, also das ist immerhin etwas. Kann man telefonieren. Oder wenn sie doch noch irgendwas braucht, mal kurz rüberfahren. Das sind ja von Hamburg nur 3 Stunden, das ist jetzt nicht so wild. Aber naja, mal gucken. Jo, das ist auch wieder so typisch, weißt du, mit dem Fahrrad auf der Straße rumgondeln, am besten in der Mitte mit 5 km/h Geschwindigkeit, weißt du? Nervig. So. Oh nee, ne, will ich jetzt hier lang? Och nö. Och nö. Das ist aber nett. Danke. So, siehst du, gibt auch noch nette Radfahrer. Trotzdem sind sie nervig. Sorry. Ja, ja, aber war nett. War auch sehr nett. Fahrradkiddies fahren durch den Wald ohne Licht. Das ist ja auch nett. Und Papa halb nackt. Ja, da schindest du Eindruck. Wenn du aussiehst wie so eine Gazelle, weißt du, so ein unterernährter Feldhüpfer mit 2 Kindern dabei. Da fehlt ihm noch die Sonnenbrille, vielleicht noch eine kleine, weiß ich nicht, so eine Ami-Marke, ne? Ja, das schindet Eindruck bei den Mädels. Ja, wenn man auf unrasierte grüne, egal, vergessen wir das. So, oh, Mietz. Ja, Mietz ist abgehauen, das ist gut. So. Und wieder rechts vor links. Haben wir noch einen? Nein, er will auch keiner. So. Schön stehen bleiben. Sehr schön. Oha. Die rüsten sich wohl alle schon zur Auswanderung hier. Hä? Jeder Transporter. Ja. Wie in dem Game DZ, ne? Oha, da wäre fast umgekackelt, du. Hätte fast ein fest Fettfleck gegeben. Aber einen großen. Ja? Oh, Fahrtwind ist schön. Es gibt nichts über richtig guten Fahrtwind. Ja, ich hoffe, mein Stecker ist auch drin. Sonst rede ich jetzt nämlich hier vergebens. Werde ich gleich mal kontrollieren, ob das ja rot. So. Each. So. Ja, der ist noch drin, alles noch gut. Dann nehme ich euch mal mit zu meiner alten Wirkungsstätte. Genauer gesagt dem alten BFW. Ja.
da wo ich in die Sphären der IT gebeamt wurde. Ich glaube, einige, die das jetzt hören, die ja mit mir zusammen im Kurs waren, die werden meine Ironie verstehen. Ja. Ich sag mal so, wenn wir die Kunst des Googlens nicht gekonnt hätten vorab, dann wären wir definitiv durchgefallen. Dann wäre alles vorbei gewesen. Ja. Dr. Google hat uns gebildet. Aber immerhin hat Dr. Google auch dafür gesorgt, dass ich jetzt eigentlich einen ganz guten Job habe, der auch Spaß macht. Von daher, jo. Bra. Der Bra zieht einfach mal raus. Der Bra. Dann gehen wir doch mal den Bra besuchen. Weißt du, das ist so typisch. Das sind immer Leute, die von irgendeinem Hof kommen, weißt du, denken sich, ja, scheiß drauf, ich fahre jetzt einfach raus, was soll der Kack? Und dann übersehen sie dich. Und wenn nachher was passiert, ja, dann ist keiner schuld, weißt du? Niemand. Nein. Aber man sieht ja schon dann, das ist rot. Geil. Ja, gut. Ja. Kommen die anderen rum. Erstmal geil, direkt von mir rausziehen, dann noch über Rot knallen. Ich glaube, der bräuchte seinen Führerschein nicht mehr. Oder ist hinter uns noch irgendwas Blaues? Nö. Nö, keine blauen Leuchtfrösche da. Also, auf der Flucht war er also auch nicht. Dann fragt man sich wirklich, woran das liegt. Oder was sein Schaden ist. Ja, wahrscheinlich weiß ich es selber nicht. So, könnt ihr mal sagen, was ihr so getrieben habt die Woche? Ja, vielleicht war ja was Interessantes dabei oder so. Wer weiß. Oh, er hupt. Türkische Hubruhls. In Antalya. Ich habe jetzt gerade einen Blog gesehen. Ich weiß gar nicht, von wem das war. Ich glaube, hatte Knatterkuh oder so. Wo sie in der Türkei unterwegs waren, muss ich ehrlich sagen, die haben mir auch ein bisschen leid getan. Zumal die ja da ganz schön abgezinkt wurden mit ihren Motorrädern. Das ist schon eine miese Nummer, ey. Weißt du, verlierst dein Kennzeichen in der Türkei und dann sollst du das Kennzeichen bezahlen, dann macht er ja doch so ein Theater, nur weil sie irgendwie sich beschwert, was ja auch ihr gutes Recht ist. Also das ist schon eine ganz, ganz miese Nummer. Ja, ich hoffe, die beiden haben das noch geregelt bekommen und haben trotzdem noch einen schönen Urlaub gehabt. Das ist ja eigentlich die Hauptsache. Ja, weil nett sind sie ja beide. Oh, soll ich noch fahren oder soll ich nicht fahren? Oh mein Gott, mit dem Jeep. Sitzt da wie Leroy und kommt nicht aus dem Arsch. Oh, Wind. Ja. Und wie ihr seht, ist schon ordentlich Verkehr in Hamburg und ja, Hubballer, ein Hubbel. Und das ist schon nervig, ja. Also schöne Ausfahrt machen, ja, aber eigentlich sollte man das Hamburger Stadtgebiet immer umfahren. Guck mal, ich fahre 60, ne? Guck dir mal den neben mir an. Junge, Junge. Ich mach mal langsamer. Falls der sich wickelt, dann bin ich wenigstens nicht beteiligt. Das siehst du ja hier, ne? Seht ihr das? Ja, letzte Woche. Auch so ein Pfosten. Rot drüber gekachelt, anderer von der Seite gekommen, bäm, und fertig war das Ding. Ja, super. Weißt du, und die Leute ziehen dann noch andere mit in den Dreck. Verletzen die. Ah, nee. Gefällt mir alles nicht, was da so getrieben wird. Hup. So. Zumal ich mir heute auch überlegt habe, ob ich überhaupt fahren soll. Weil ich ja doch ein bisschen angeschlagen bin. Also jetzt nicht gesundheitlich durch eine Erkältung oder so, aber das ist dieser Stress durch den Tod der beiden. Das ist halt schon
Das macht dann halt schon kirre. Ach so, da komme ich gar nicht hin. Na gut. So. Dann mal weiter im Programm. So. Da war ich dann mal wieder schön vollgesabbelt. Und habe meinen Soll für heute erfüllt, auch wenn es nur kurz war. Na, bleibt wieder. So. Ja. Aber mehr ist im Moment auch nicht drin. Also ich muss mir erst noch mal ein bisschen überlegen, ein kleines Konzept oder so. Oder vielleicht so, ja. Ja, ein paar nette Sachen. Ich will nicht das machen, was jeder macht. Eigentlich mache ich es ja, aber ja. Andererseits, ich habe mir das ganze Equipment und so weiter nur gekauft, damit ich mit vielleicht anderen Bikern oder anderen Leuten mal in Kontakt komme.